Morgen, meine Lieben. Ich habe gerade den kleinen Mann in die Kita gebracht und jetzt habe ich ganz großen Hunger. Habe jetzt erstmal aufgeräumt. So sieht bei mir immer der Morgen aus, dass ich erstmal hier alles kurz schnell aufräume und dann bereite ich mir das kleine Frühstück vor. Meistens gibt es dann bei mir Rührei mit Pita-Brot. Ich bin irgendwie in letzter Zeit auf dieses blöde Weizenbrot hängen geblieben. Ich zeige euch mal das Brot. Das ist echt eine Sünde. Eigentlich habe ich ja früher mal selber gebacken und hatte die dollsten, geilsten Sauerteig-Körnerbrote und keine Ahnung was. Aber irgendwie, ja, bin ich auf dem hier hängen geblieben gerade. Guckt euch das mal an. Das ist so die reinste Weizenkeule. Hatte ich ja schon mal, glaube ich, gezeigt in einem Video. Ja, und heute mache ich mein Müsli. Das ist hier mein 5-Korn-Müsli. Ich mache jetzt gerade die Packung auf. Das verputze ich irgendwie tonnenweise im Jahr. Und dazu gibt es einen Apfel, auch einen Bio-Apfel und eine Banane. Genau. Und die schnibbel ich mal rein. Und dazu noch ein paar Kerne, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne. Habe ich ja alles hier immer. Und dann mit 1,5%iger Milch. Genau. Ich bin jetzt kein Soja-Fan, Sojamilch-Fan und auch nicht Reismilch und irgendwie sowas. Das ist alles nicht mein Ding. Ich nehme die gute alte Kuhmilch. Jawohl. Ja, Soja ist ja sehr umstritten, total voller irgendwelcher Enzyme und ja, bevor es verzehrfertig gemacht wird, wird das Ganze ja nochmal tausendmal gefiltert und enzymatisiert und keine Ahnung was, homogenisiert und lalala. Es steckt auch voller Hormone, auch Männer sollten auch gerade da aufpassen, denn es steckt voller Östrogene. Ich mag sowas nicht. Gut, Kuhmilch ist auch nicht mehr das, was hier mal war, aber keine Ahnung. Also ich esse jetzt nicht so oft Müsli und der Klecks im Kaffee, der wird mir jetzt nicht schaden. So, das ist jetzt gerade mein morgendliches Ritual. Und das mache ich jetzt mal eben schnell fertig. So, die anderen beiden Hälften habe ich jetzt hier in so eine Klarsichtfolie gepackt. Die bringe ich nachher dem Noah mit, wenn ich ihn aus dem Kindergarten abhole. Die kommen jetzt erstmal in den Kühlschrank. Und das ist mein Müsli. So sieht er aus. Und jetzt kommt da noch ein bisschen Milch drauf. So, ihr Süßen, jetzt habe ich es mir hier ein bisschen bequem gemacht. An der Theke bei uns in der Küche. Und ja, jetzt werde ich die Müsli essen und dazu noch einen Kaffee trinken. Genau, so sieht es aus. So, und dann geht es gleich runter in den Schnittraum bei mir, in mein kleines Ministudio. Und dann werde ich da weiter arbeiten. Ja, so sieht unser Morgen aus. Was heißt unser? Meiner. Ganz alleine. Mein Baby ist in der Kita, Mama ist ganz alleine.